So, hallo und herzlich willkommen. Ja, wo bist denn du jetzt gelandet? Du bist jetzt mittendrin im Tagesquickie und zwar geht es jetzt um den schönen Samstag, den 24.04. Und ja, wie viele von euch schon wissen, geht es da ja immer nur ganz knapp. Wir schauen die Energien an. Was erwartet uns denn an diesem schönen Tag? Und ja, wir schauen immer mal mit zwei, drei Karten immer rein. Ja, was gibt es denn da allgemein für Energien? Worum geht es denn da? Dann schauen wir natürlich auch mal rein bei der Liebe. Das haben wir jetzt zusammengefasst. Also aus Singles und Partnerschaften. Das deuten wir dann jeweils für die beiden. Dann schauen wir mal rein im Beruf, weil es gibt ja auch liebe Menschen, die für uns auf die Arbeit gehen. Und dann bitten wir natürlich noch um eine Botschaft aus der geistigen Welt, schauen aber vorher noch mal bei der Arbeit vorbei. Also, dann geht's jetzt los. Ja, wir haben hier noch die lustige Happy Box, die hat auch immer schöne, ja, Hinweise für den Tag für uns, was wir mal wieder machen könnten. Also ich mag die Happy Box sehr, sehr gern. Deswegen will ich euch die natürlich auch nicht vorenthalten. Also, dann wollen wir mal schauen, was gibt es denn da Schönes am Samstag? Ich bin schon gespannt und ich mische jetzt einfach mal zwei, drei Karten ein. Oh, da sind sie auch schon. Die war zuerst. Oh, wie schön. Was für eine schöne allgemeine Energie. Wir haben hier zum einen ja die Liebe. Das ist die Herzkarte, also die absolute Liebeskarte. Alles ist schön, was du möchtest, was du tust, weil hier geht es ja ums Allgemeine. Das ist ja nicht nur die Liebe selbst, also alles, was du liebst, was du gerne tust, was du machst in deiner Freizeit, mit Menschen, mit deinem Wunschpartner, Partner, mit deinem Haustier, egal was es ist, was du liebst, das wird an diesem Tag ja nochmal neuen Schwung erfahren. Denn hier ist ja auch nochmal der Reiter gefallen. Das heißt, ja, da geht's positiv zur Sache. Also tu an diesem Tag auf jeden Fall das, was du am liebsten machst, egal was es ist. Ja, gib dich voll der Sache hin, die du gerne magst, an diesem schönen Samstag. Also hier schon mal eine ganz, ganz tolle Energie. Und wir wollen gleich weiterschauen in die Rubrik Liebe. Was gibt's denn am Samstag in der Liebe? Und da haben wir auch schon zwei Karten. Okay, also, wenn du als Frau zusiehst, dann sieh dich hier bitte als die Frau, als Mann, schau dich als Mann an. Da in der Liebe, ja, da haben wir jetzt zum einen die Karte, das Labyrinth. Und das heißt ja auch immer so ein bisschen die Ziellosigkeit, wenn man nicht so richtig weiß, wohin der Weg da geht, wo dein Weg hingeht, was du tun sollst. Aber die Energie ist an diesem Tag in Sachen Liebe sehr gut, weil du drehst ja in der ganzen Geschichte den Rücken zu. Vielleicht sagst du dir einfach mal, also wenn ich bei diesem einen Thema in der Liebe nicht weiterkomme und nicht weiter weiß, und dann hake ich das jetzt auch mal für mich ab, wende mich anderen Dingen zu. Vielleicht hast du es schon viel zu lange versucht mit deinem Wunschpartner, ja, und sagst dir an diesem Tag, okay, dann eben nicht. Oder in der Partnerschaft, wenn es da Themen gibt, die einfach zu nichts führen, dass man dann, ja, der Harmonie zuliebe eben sagt, komm, lass uns das jetzt mal beenden, abhaken, das führt zu nichts, ne? Wenden wir uns schöneren Dingen zu. Also die Energie für die Liebe am Samstag, ganz klar. Guck mal, was dich nervt. Guck mal, wo du nicht weiterkommst. Ja, und dann nimm das einfach, pack's hoch in die Blase und weg damit. Na, dann geht's auch weiter. So, und jetzt für all die lieben Menschen, die für uns natürlich auf der Arbeit sind. Ich weiß, ich habe viele, viele Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind auf dem Kanal. Und für die wollen wir natürlich auch gerne mal in die Karten reinschauen. Und nicht so viele, wir machen ja einen Quickie. Was denn da für Energien für uns bereitstehen? So, da haben wir auch schon zwei Karten. Ja, da fällt natürlich auch die Arbeitskarte schlechthin. Das ist der Anker. Ja, also da gibt es jetzt gar nicht viel zu sagen. An dem Tag dreht sich dann natürlich auch um die Arbeit und hier noch der Brunnen. Also da geht es darum, dass du dich richtig reinhängst auf der Arbeit und du machst es mit Hingabe, du machst es mit Liebe. Du bist jemand, ja, dem es nichts ausmacht, auch am Wochenende auf die Arbeit zu gehen. Und hier ist die Energie sehr, sehr gut für tiefe Einblicke, tiefe Gefühle, dass du hier das richtig mal auslebst, was dir an deinem Beruf so gefällt. Pick dir die schönen Dinge raus, die dir an deinem Job gefallen.
sein. Lass den nervigen Vorgesetzten beiseite oder den nervigen Chef. Konzentriere dich einfach auf das, was du auf der Arbeit gerne machst, ja, und gib dich dem auch hin. Dann wird es ein schöner Arbeitstag. Ja. Also hier auch eine schöne Energie. Das kann man mal ruhigen Gewissens so liegen lassen. So, und jetzt bitten wir noch gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt für diesen schönen Samstag. So, das sind dann auch drei Karten gefallen. Die wollen wir dann natürlich auch deuten. So, ja, die Botschaft aus der geistigen Welt. Ja, wenn da etwas ist, wo du merkst, okay, das hemmt mich, das bremst mich, das hindert mich an meinem Wachstum, das hindert mich an dem, was ich gerne machen will. Da hängt jemand an mir, da nagt etwas an mir, Energieräuber, schlechte Energien, dann säbel das einfach ab. Die Botschaft aus der geistigen Welt ist, löse dich von Banden, wo du merkst, dass das schlechte Energien sind, die dich herunterziehen. Die Mäuse ist es so eine Karte, da könnte man jetzt tatsächlich fast sagen, die nagen, die knabbern da an dem Baum. Und der Baum ist ja für die Stabilität und für das gesunde Wachstum da. Ja, hier geht es hier um eine allgemeine Botschaft aus der geistigen Welt. Also guck mal genau hin, wer in deinem Umfeld vielleicht dir so ein bisschen die Energie raubt, wo du merkst, das ist nur ein Geben und kein Nehmen, da ist nichts im Gleichgewicht. Wenn du in Themen bist, die dich beschäftigen, aber das gar nicht dein Problem ist, ja, wo du dich damit beschäftigen musst, dann nimm die Sense an diesem Tag und schneide diese ganzen Bande ab. Ja, lass es gut sein und kümmere dich um dich selbst. Das ist die Botschaft aus der geistigen Welt. Also, ja, lass dich nicht runterziehen, bleib in deinem Wachstum, bleib in deiner Mitte und so ist der Tag dann auch dein Freund. So, und jetzt ziehen wir natürlich noch eine Karte aus der schönen Happy Box. Und schauen mal, was wir da für einen Hinweis bekommen. So, die Happy Box geht etwas schwer zu mischen, weil die Karten so rubbelig sind. Das habe ich euch schon mal erklärt. Aber das soll ja nicht eure Sorge sein. Hat man ja gerade das Thema. Das ist ja mein Problem. Oh, da ist ja auch schon. Gut, ach, wie herrlich. Heute ist ein guter Tag, um faul zu sein. Na wunderbar, könnte ja schöner nicht sein. Das werde ich wahrscheinlich auch tun, wenn ich mit der Range fertig bin und bin dann auch einfach mal nur faul. Jetzt lese ich euch sogar noch vor, was da steht. Lass dich treiben, erlaube dir Müßiggang und Bummelei. Bleib heute im Bett oder sinniere im Café, in das wir nicht dürfen zurzeit. Lass dich nach Lust und Laune berühren oder verführen. Nichts tun klärt den Kopf. Ja, meine lieben Freunde, es ist ganz wichtig, auch einfach mal gar nichts zu tun, mal in sich hineinzuhorchen, mal in die Selbstreflexion zu gehen. Wie fühlt sich mein Körper an? Wie fühlt sich meine Seele, mein Geist an? Bin ich in meiner Mitte? Diese ganzen Dinge, die funktionieren eben einfach nur, wenn man auch mal, ja, 3, 4 Stündchen nur für sich alleine hat und sich auch die Zeit nimmt, vielleicht mit einer kleinen Meditation, einfach mal in seinen Körper und in seinen Geist hineinzuhören. Und dein Körper wird dir dann ganz schnell sagen, ja, wo es vielleicht so ist, dass man da mal was für sich tun sollte. So. Das ist ja eine wunderbare Botschaft aus der Happy Box. Die lege ich jetzt mal hier hin. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Samstag. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne wie immer mit einem Daumen rauf. Abonniert gern den Kanal für ein persönliches Reading auf meiner Homepage angel-readings.de oder meine WhatsApp-Nummer oder E-Mail-Adresse. Alles unten in der Infobox. Dann freue ich mich, von dir zu hören. Wünsche euch einen schönen Samstag, bleibt positiv und wir sehen uns dann beim nächsten Video.